Vor vielen Jahren gaben die Bewohner von Merere ihr Tal auf. Es gab hier kein Wasser und keine Nahrung. Dann kamen sie zurück und vollbrachten ein Wunder. Dreißig Jahre lang haben die Talbewohner auf diesen Bergen gearbeitet, Steine geschleppt, Dämme errichtet, Wassergräben gebaut. Die Regierung und internationale Organisationen haben dieses Engagement unterstützt. Heute fließt das Wasser wieder. Auf 1500 Hektar werden Teff und Hirse angebaut. Die Bauern ziehen Papayas und Mangos, sie ernten Futter für ihre Tiere. Das Vieh darf nicht mehr überall grasen, denn heute sind die Berge geschützt. Und die Berge bedanken sich mit Wasser. Durch einen 9 Kilometer langen Bewässerungskanal fließt das Wasser das ganze Jahr über. Die Bauern von Merere werden sich nun wieder an die Arbeit machen. Sie wollen den Kanal verlängern, um weitere 11 Kilometer.